Howdy, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid, liebe Freunde. So, letzte Folge sind wir nach Mexiko rüber, haben diesen Ort hier gerettet und wir haben ein paar Herausforderungen abgeschlossen. Das finde ich sehr schön. Da gucke ich jetzt auch nochmal rein. Level 3. Benutze eine einzige Explosion eines Würgers, um 2 andere Untote zu erledigen. Belohnung Munition. Das ist eigentlich, ist das nicht so schwer, oder? Wenn die halt dicht zusammenstehen müssen, ja, das müsste man hinkriegen. Erledige je einen der 4 Untoten-Typen mit dem Sprenggewehr. Rette eine Stadt, indem du das Kriegbeil. Und da sind auch noch die Schätze, ja. Erledige 5 brennende Untote mit einer Dead-Eye-Anzeige. Ja, das ist auch hart. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal. Vielleicht kriege ich das auch abgeschlossen. Und zwar, wo ist denn das Sprenggewehr eigentlich? Das Sprenggewehr war doch hier, genau. So, je einen untoten Typen Damen. Okay. Das dürfte doch nicht so schwer sein, wenn ich jetzt zum Beispiel in die andere Stadt reite. Weil da... sind doch sehr viele von den Kollegen unterwegs. So, Freunde, übrigens, bald geht Hogwarts Legacy los. Ich hoffe, ihr seid damit am Start. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Spiel. Sah in den Gameplays einfach wunderschön aus. Und, bin gespannt, was da auf uns zukommt. Also, es ist ja auch schon sehr viel tatsächlich geleakt worden, leider. Aber eben auch schon viel so gezeigt. Und warte einfach den Tag, den 7. Februar. So, pass mal auf. Da ist zum Beispiel, da ist ein Spooky. Wo ist der Spooky? Komm her, Spooky. Komm. Spooky. Oh Gott. Da ist ein Spooky. Komm her. So. Das überlebe ich nicht. The fuck. The fuck. The fuck is in the air. Ja. Okay. Das probiere ich jetzt nochmal. Und diesmal kriegen wir das hin. Und vielleicht schaffe ich dann auch gleich, 2 Untote mit so einem Spooky umzubringen. So. Das ist so ein Rammler. Warte, komm her. Komm her. Hey, hey. Hier. Pass auf. Zack. Oh, das war's schon. Und ich steck wieder fest. Ach, traumhaft. Traumhaft. So, dann lass mal kicken. Erledige 3 Untote mit nur einem Schuss aus dem Sprenggewehr. Okay. Mhm. Versammelt euch bitte! Versammelt euch bitte! Warte, ich versuch mal. Ach Mann! Herrgott nochmal! Kann ich hier nicht irgendwo hochklettern? Hier vielleicht? Nein! Okay, 3 Untote mit dem Sprenggewehr. Wie mache ich das denn am liebsten? Weißt du was? Weißt du was? Ich hab... Warte, warte, warte. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Wir machen das... Wir machen das ein anderes... Oder hier. Warte, warte, warte. Komm. Ja? Ja? Sch
Sir! Scheiße, nein! Hab ich noch irgendwas? Medizin. Nein! Jetzt bin ich offiziell. Ich bin es nicht. Versammelt euch! Ja! Baby, genau so muss das laufen. Scheiße. Oh, ich bin voll drin, Freunde. Ich bin voll drin. Erledige 2 untote Tiere mit nur einem Schuss aus dem Sprenggewehr. Alles klar. Rette eine Stadt, das kann ich vergessen. Oh, warte mal, hab ich nicht, ne? Da ist noch ein Spooky. Warte. Kann ich den... Komm mal mit Spooky. Spooky, komm. Haben die mich überhaupt schon mal getroffen damit? Spooky, komm mal mit. Okay, ja. Haben sie. Spooky, komm. Komm mit. Hier lang. Warte, ich hab eine Idee. Freunde. Das könnte doch klappen. Ich schnapp mir jetzt noch 2 Zombies, leg die hier hin. Ne? Komm mal her. Oh Gott. Ja, ich hab... Nein! Ich dachte... Hä? Warum? Nein! Fuck, och man, das hat so schön angefangen. Ah, scheiße, die ist tot, okay. Komm her. Lass dich fesseln, schnell. Ja. Okay. Und du kommst her. Los! Fesseln! Jawohl! Okay, pass auf. Die bringe ich jetzt zu dem Kollegen. Also, nachdem ich die hier abgeknallt habe. Komm her, zack. 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 So, die sehen mich nicht. Ey, wenn das klappt, Freunde. Wenn das klappt. Dann habe ich das Spiel gedribbelt. Geh! Schneller! Der liegt noch da. Sehr gut. So, den lege ich hier ab. Komm, ich schieb dich mal ein Stück rüber. Wo ist das nah genug? Komm. Ich nehme den lieber noch ein Stück näher ran. So, komm. Die Leute kämpfen da um ihr Leben. Nein! Was ist das denn? Gut, dann schiebe ich dich halt so ran. Freunde, Geduld. Das wird klappen. Das wird... Das wird klappen. Ihr haltet mich nicht auf. Nein! Alter, warum kommen die denn hierher? Boah, Leute. Ich bin hier in der hintersten Ecke. Warum kommen... Ich will das jetzt machen, Alter. Ich kann doch nicht... Ich werde das machen, Freunde. Ich werde das machen. Oh mein Gott. Warum flutschen die so weg?
Komm. Komm schon, bitte. Ja. Ja. Das war er. Das war er, Freunde. So hab ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Guck mal her. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ja? Nice, Freunde. So hab ich's mir vorgestellt. Jawohl, Baby. Und Totenrippen. Lecker. So, pass auf. Erlege 2 untote Bären, 5 untote Wölfe und 3 untote Pumas mit einer Fackel. Mit einer Fackel. Was? So, was haben wir dann noch? Brände und Tote. Statt nur das Kriegsbeil benutzen. Zack. Komm her, Lady. Zack. Mein Fuß brennt! Lauf, 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 Marston, lauf! Wir sind so weit gekommen. Das verkacken wir jetzt nicht noch. Jetzt hab ich... Nein! Ich hab mein Pferd ak... Nein! Ich hab mein Pferd ak... erschossen. Ist doch nicht... Ich hab mein Pferd erschossen. Alter. Was war? Ich schieß nicht in dein Gesicht. Ich schieß auf deinen scheiß Körper! Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich mein Pferd abgeknallt. Warum stand es da? Bin ich damit reingeritten? Feuerflasche? Und schon ist das Pferd vergessen. Ich hab, geil, ich hab jetzt eine Feuerflasche, oder was? Na komm. Nee, ich hab, nee, ach so, das. Ja. Ich hab tatsächlich eine Feuerflasche. Holy fuck. Okay. There it is. Nein, ich hab noch mehr Kriegsbeile. So, pass auf. Das haben wir. Wollen wir vielleicht erstmal hier hin nach Nosalida? Weil da ist... Ach nee, das ist nur eine Stadt. Das sind ja alles nur Städte. Ach hier, hier ist noch Quest. Komm, ich will mal ein bisschen Quest machen. Aber je weiter ich nach da reite, desto weiter entferne ich mich... Nee, obwohl, ich könnte ja dann hier... Nee. Okay. Wir machen Quest. Albtraum der lebenden Toten. Das klingt doch nice. So, bin ich jetzt gespannt, was jetzt angeritten kommt. Ein neuer Pfeffi. Die eine Kiste kann mich mal... Obwohl... Da könnte eine Feuerflasche drin sein. Bitte schön, Lady. The devil me be that, señor. This is for you. Anytime. None of us have got much right now. Let's go. Dankeschön. Ich
überlege gerade, wie ich das am besten mache mit den brennenden Zombies. Weil theoretisch ist ja die Aufgabe, dass ich 4 brennende Zombies mit einer Dead-Eye-Anzeige umbringe. Ich könnte doch aber zum Beispiel die Zombies... Doch, die Zombies alle zusammentragen, fesseln und dann anzünden. Und dann einfach irgendwie mit einem Sprenggewehr oder so. Das müsste doch funktionieren. Oder? Ganzen untoten Tiere, ey, mit der Fackel. Wie soll ich denn scheiß Puma mit der Fackel erledigen? Holy shit, ey. Let's go! Fabelwesen ist in der Gegend aufgetaucht. Was? Die Ziegen oder was? War aber nicht das Pferd gerade, oder? Es war doch ein ganz normales Pferd. Wo? Was, das Pferd? Aber das war doch nur ein... Das war ein ganz normales Pferd, Alter! Hier! Das ist doch kein Fabelwesen! Bist du ein Fabelwesen? Ich meine, das hat... Wer bist du? Bist du... Du kommst da nicht hoch. Halte dich in der Mitte. Okay. Aber das ist doch kein Fabelwesen, oder? Das ist doch kein apokalyptisches Pferd, oder? Ansonsten waren das nur Ziegen und die können ja jetzt nicht so apokalyptisch gewesen sein. Sorry, Freunde, dass ich jetzt nicht authentisch mitwackle, aber ich muss mich jetzt gerade konzentrieren. Warum? 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 Ich weiß nicht, ob es ein apokalyptisches Pferd ist, aber... Das sieht halt ein bisschen ungewöhnlich aus. Komm! Komm, Pfeffi, schnell! Bevor es weg ist. Ich muss das schnappen, Freunde. Jetzt ist hier ein Spooky. Willst du mich verarschen? Komm her. Komm her. Nein! Oh. Alter, jetzt kommen hier die Köter oder was? Pfeffi, komm! Warum hat das Pferd mich abgeworfen? Warum? Ich war doch in der Mitte! Scheiße, ey. Vielleicht hat... Nee, das wird jetzt nicht da sein. Das wird jetzt nicht nochmal da sein. Bitteschön. Stürz jetzt nicht da runter. Ja.
Go! Mann, das regt mich gerade ein bisschen auf. Das hätte das zweite Pferd wahrscheinlich sein können. Aber das sah doch... Also das war doch beim besten Willen nicht apokalyptisch, oder? Das war ein ganz normales Pferd. War das das? Let's go. Wie lange das wieder dauern wird, bis ich das nächste finde. Und nur weil diese scheiß Wölfe dann kamen. Oder Hunde oder was auch immer. Alles weg. Was geht hier ab? Nee, vergiss es. Obwohl, komm, komm, einmal muss ich das schaffen. Einmal muss ich das schaffen. So, komm. Eins. Zwei, drei. Das ist meiner! Hab ich jetzt verloren? Ich hab gewonnen, oder? Oh. Wenigstens ein Erfolgserlebnis. Feuerflasche. Sehr gut, sehr gut. Feuerflasche. Untotenrippchen. Lecker. Alter, willst du mein Pferd? Der wollte gerade mein Pferd klauen. Boah, das nervt echt, ne? Mit dem Tier, mit dem Fabelwesen. Das ist schon echt scheiße. Ich denke auch nicht, du findest die immer... an einem bestimmten Ort, sondern die tauchen wirklich einfach zufällig auf. Las Hermanas. Wirkt der die? Schönes Ding. Okay, sister? Well, I'm alive, senor. Although, come to think of it, I just committed a mortal sin. Claim self-defense. Always works for me. Yes, well, I fear my judges may be a little more stringent than yours. But I appreciate the advice. Unfortunately, many of my nuns are not so resourceful as you or I. Their innocence will kill them, which is truly a terrifying reality. I would not know. I think maybe you would. But let us leave the psychotherapy and focus on more pressing matters. They are locked in the church, while hordes of these half-witted demons are trying to get to them. It'd be my pleasure. You're a true Samaritan, sir. You know, they say the devil has all the best tunes. It may be so, but it seems he also has the most half-witted friends. So you know Bill Williamson then? Excuse me? Just a little joke. I'll do as best as I can to save the nuns. Einfach die Nonne hier draußen mit einer Schrot unterwegs. Retten die Nonnen in Las Hermanas. Sie. Das tun wir. Oh, da kommt schon jemand angerannt, ey. Bin noch nicht mal angekommen. Zack. Zack. Oh, sogar eine untote Nonne.
Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Zack. Oha, oha. Bevor ich hier alle abknalle, habe ich noch irgendwas? Untote Tiere, rette eine Stadt. Nee, hier nicht. Untote Bären, Schatz, Pferde, brennende Untoten. Okay. Nee. Das war gar nichts. Schön, dass die da oben stehen und ich hier unten rumturne. Fuck, ey. Nein! Ah, guck mal hier. Okay. Let's start the party. Oh ja. Boom! Nein! Durch sie durch einfach? So, Freunde, habe ich mir das nämlich gedacht. Oh. Alter, jo, was haben die für eine Geschwindigkeit? Komm her, Cookie, komm her. Schön stillhalten, genau. Schön stillhalten. Jo! So, Schwester. Zeit für den Himmel. Ich treffe euch beide. Let's go. Leider nicht. Nein, nicht das Lasso. Komm her. Komm, Spooky. Alter. Hier in Las Hermanas geht echt die Party ab, ne? Der Wichser mit an. Nee, wieder nach oben. So, komm ran hier. Du alter Wolfsjunge. Dann sie noch in den Nacken rein. Dann die Schwester hier noch. Das sind eigentlich Lebendisch. Also keine Zombie-Schwestern. Ich knall die einfach ab. Was haben sie getan? Die haben das ganze Kloster leergeräumt. Ja, sollte ich doch. Ja, aber doch nur die Zombies. Zack. Zack. Nice. Oh Gott, nein. Nicht so nice, nicht so nice, nicht so nice. Zack, zack, bam, bam. Amen, Schwester. Zack. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft.
Bleibe liegen! Zack. Zack. Da. Komm her, Lady. Zack. 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 Und jetzt noch den Rest, Freunde. Und dann ist Feierabend. Zack. 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 Okay, ich nix. Wo ist der? Komm. Komm her. Hängst du hier? Hast du Angst oder was? Versteckst du dich? Spooky! Hier bleibt keiner am Leben. Hast du das gehört? So. Hier, komm. Das war es. Oh, hier gibt's Loot. Hier gibt's Loot, Freunde. Loot. Untotenrippen. So. War hier nicht gerade noch eine Kiste? So, hier. Let's go. Zack. Munition. Hier oben, oder was? Ach so. Vielleicht auch noch ein bisschen Weihwasser oder so. Ein paar Oblaten wäre auch nicht schlecht. So, dann hier nochmal schnell hochflitzen. Ich weiß gar nicht, im Hauptspiel hatte ich mir das gar nicht angeguckt hier, ne? Zack. Okay. Dann die Kiste noch hier. Thank God. So. Bin hier fertig, Mutti. Keiner. Nur die beiden oder drei haben überlebt oder was? Ah ja, doch, sind ein paar. Sister Act am Start. Bless you. But it's not sister. It's Mother Superior. Mother Superior Calderon. Our bishop was a stickler for regulations. Until he got sick last week and ate half of the cathedral choir boys. I'm sorry. I only mention it because my girls are laughing at you calling me sister. What do you think is causing all this? Déjame ver. Mexico is an old country. Many faiths have lived and died here. Many evil spirits have flourished. I have no idea what is afflicting the people here. But I know it is a sickness of the soul. Something supernatural, maybe. Certainly nothing rational. Perhaps if you were to get me alive one of these creatures, Natürlich. We could try a couple of experiments. Certainly. Get me a new one. One who was recently human. I want to work with a subject who has only recently turned. I'll see what I can find for you. Gracias, señor. Cállense. No puedo creer cómo se portan. Bring der Mutter Oberin einen normalen Untoten. Ich hätte gedacht, ich muss jetzt irgendjemanden abknallen oder so, damit er sich verwandelt. Aber kann ich jetzt trotzdem hier reingehen? Weil hier ist ja noch ein M. Ah, okay. Ja gut, das kriegen wir doch jetzt noch schnell hin, oder? Ein normaler Untoter. Hm.
mal hier. Das war ja gar nichts. Alter. Ihr, pass auf. Oh mein Gott. So. Komm her. Komm her, Pfeffi. So, zack. Und los geht's. Ist das ein untoter Bulle oder was? Ach so, mit nur. Nee, das geht nicht. 2 untote Bären, 5 untote Wölfe. Okay, das heißt, die Wölfe muss ich das nächste Mal mit der Fackel ausschalten. Hab ich ganz vergessen. So, aber ich bringe sie nochmal schnell zurück. So, komm mal her, Mädel. Komm mal her. Hui. Na los. Hallo. Pfeffi, jetzt dreh dich doch nicht immer. So, na also. Nee. So. Mutter Oberin hier. Schön Weihwasser raufkippen, das wird helfen. Mother Superior, I think I have a test case for you. Senor Marston, you're Marston. A true pilgrim. That I ain't. Now let's see. Well, it certainly isn't the flu. Their eyes are so devoid of love, of anything. Vor allem ist die nicht mal grün oder so, oder? Wird echt nur ein bisschen. What is that? Holy water. I think we may have something. It seems to be working. Maybe. Maybe not. But it seems as if you were nearly saved. Spiritual infections are confusing things, Señor Marston. None of us can hope to understand them properly. But he came back for a minute. I bless the water, but perhaps my faith is not that strong. I have to do more thinking, but I need time. Every day more of my people fall as the dead rise in sepulchre. Then perhaps it's time I put them to rest. Take the holy water. Maybe it will be a calming balm for the restless departed. Thank you. No, thank you. You are a blessing in an unusual form. Ciao. Weihwasser, säubere den Friedhof in Sepulcro. Mache ich das jetzt noch fix? Ist doch nicht weit. Ey, und guckt mal, wir haben hier fast. Ist noch ein Ort und hier noch eine Quest. Gut, hier ist halt. Ich weiß nicht, was hier so los ist. Aber komm hier, den Friedhof können wir noch mitnehmen. Es tut mir leid, Freunde, ich weiß nicht, was gerade los ist. Mir verschlägt's die Sprache. So. Da könnte ich nochmal versuchen, mit meinen Feuerflaschen verbrenne den Sarg. Oder ich versuche die halt so abzuknallen und wenn die am Sarg, aber das wird ja auch nicht funktionieren. So. Schwupp. Aber ich meine, wenn ich hier überall
funktionieren. So, ich zünde mal alle Särge an, bis jetzt brenne ich selber. Ah, es ist ein Traum. Aber ich krieg davon irgendwie keinen Schaden. Jetzt brenne ich schon wieder. Nee, doch nicht. Das ist geil, wie das jedes Mal blitzt, wenn ich das mache. Ich krieg die leider nicht alle gleichzeitig ins Feuer. Jetzt sind ja auch keine fünf. Nee, da muss ich mir noch mal was überlegen, wie ich das mache. Ich könnte 5 Zombies fangen. Das ist ein... Okay, Freunde, das muss ich mal kurz ausprobieren. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Aber, scheiße. Zack. Nummer 1. Ich probiere das mal, Freunde. Nummer 2. Ey, wenn denn das klappt. Nummer 3. Nummer 4. Warte mal bitte schön, danke dir. Nummer 5. Zack. So, den Rest kann ich ja abknallen. Oh, 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 oh. So, pass auf. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wo kommen die denn? Was? Wo kommen die denn auf einmal alle her? Holy shit. Ja, das Ding ist, okay, vielleicht funktioniert es doch nicht. Was ich machen wollte, ist die Zombies alle zu einem Sarg schaffen, ihn dann anzünden und dann abknallen. Aber das Problem ist, die kommen ja hier immer nach. Ich habe gar nicht die Zeit, die da alle hinzubringen. Scheiße, nee, das klappt auch nicht. Mann, schade, Freunde, schade. Ich dachte... Könnte es sein. Aber jetzt sind das auch so viele hier. Warte mal. Kann ich die nicht... Wenn das gerade so viele sind... Alter, steh auf, Marston! Kann ich die nicht... Das ist doch so schön verwinkelt hier. Kann ich die nicht irgendwo hinlocken? Und dann das Zeug hier drauf schmeißen? Dass die sich irgendwo verkeilen? Beispiel hier? Jetzt sind die da. Die sind clever. Nein! Jetzt kletter doch da rüber! Bro, what the fuck? Warum? Warum? Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.